Was geht, meine Freunde? Euer Little Rabbit ist hier wieder am Start zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Das letzte Mal waren wir in dem Aquarium hier drin. Und Owen hat da gewartet. Tja, da machen wir jetzt weiter. Paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Genau, das kannten wir schon. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Schütteln. Ja, okay, chillen kann ich nicht. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, ich habe immer noch keinen Move-Controller. Du überstreichst doch nicht etwa Max' Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh, hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja. Sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten Sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Ha. Das sieht ganz schick aus. Läuft, Alter. Ich war pissig. Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich Glückspilz. Ja, wie gesagt, kein Move-Controller, also hast du schön lassen. Schießen geübt oder sowas? Oder sowas. Was macht ihr hier? Das ist tropisch. Wo hast du das her? Weißt du noch der Partyladen am Highway? Es war ganz schön schwierig, das Ding bis hierher zu kriegen. Ach hier. Wie heißt das? Amerikanischer Trend. Trend, obwohl, ja, Trinkspiel. Bierpong. Habe ich tatsächlich noch nie gespielt, zu meiner Verteidigung. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Sei ganz locker. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Oh, gut gemacht. Ah. Heilige Scheiße. Fünf. Du hast geschafft, Apps. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck.
Wow. Isaac, wer beschämt. Hä, wo sind die letzte? Ah, da. 30 Sekunden. Ich bin gerade ziemlich stolz. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Nur noch 10 Sekunden. 10, 9. Ich weiß nicht, wo die andere ist. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft! Ha! Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein, das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay, ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Schreib meinen Namen an. Komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Habe ich dir mal kurz platt gemacht, da. Boah, Alter. Nach dir. Gesundheit. Dankeschön. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Das ist nice. Das stimmt allerdings. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Banausen. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Owen, sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also. Oh. Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Oh. Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Ja.
Tja, was soll ich dazu sagen? Ja, stimmt, und Abby wurde da ja gefangen genommen. Aber bin ich jetzt mal gespannt. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Was? Oh. Die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Auf der Hut. Oh nein. Ah!
Alter. Na los, wir müssen weg. Wo wollt ihr hin? Raus aus dem Wald. Los, beeilen. Los. Die Küste ist da. Ja, moin, Abby ist fast doppelt so groß wie die. Ja, komm, zügig, Alter. Ungelogen, die Freaks sind echt schwer zu bekämpfen. Alter, ich hasse es ja, wenn wir irgendwas hinterher rennen, ne? Ja, moin. Komm schon, Lev. Mach auf. Komm schon. Komm, Abby. Los. Ich helf dir. Komm her, du dickes Ding, du. Du. Ja. Ist das da etwa mein Rucksack? Ja. Uff. Komm her. Komm her. Na los, was ist los? Hä? Komm her, ich hau dir auf die Schnauze. Und Matsch. Sehr schön. Richtig aufs Maul gehauen, der Old. Hey, moin, die hat meine komplette Ausrüstung dabei gehabt. Die blöde Kuh. So, weiter geht's. Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fasse das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? Okay. Hmm.
Gut. Seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losgehen. Seraphim, was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht. Das ist mir egal. Ich hab mir den Kopf geschoren. Der, das ist aber die... Das wollte ich immer schon lesen. Billigste Ausrede überhaupt. Gewehr holen, ganz leicht selber machen. Okay, ja. So, ein Zettelchen. Für euch zum Lesen. Und ich mache jetzt weiter. Verdammtes Gas. Mad. Tja. Das Gas haben wir auf jeden Fall gerade übelst aus dem Maul gekriegt. Muss man einfach mal so gesagt haben, ne? Einmal, wo sind die hin? Ja, ey, warte mal, ich brauche hier Vorräte, alles, Junge. Ich lebe nicht von Luft und Liebe, so wie ihr. Ja, da liegt Medikit, deswegen verabreiche ich mir jetzt den 1, auch wenn das sonst Verschwendung ist. Aber ich kann es da direkt wieder auffüllen. Deswegen machen wir das so. Gut, wir kommen weiter. Bisschen Alkohol. Siehst du noch ein bisschen Pistolenmunition? Wir sind fast an der Küste. Nur noch ein kleines Stück. Simon, bleib hinter mir. Okay. Snack, damit er einfach weg geht. Ganz schön dunkel hier. Alles eintüten, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, geh doch mal weg da. Bewegung!
Boom, Junge. Alter, what the fuck, ey. Szenen sind aber hin und wieder auch schon etwas brutal, ne? Muss man einmal mal gesagt haben. Ich glaube, wir müssen hier lang. Du glaubst das? Du musst da nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Lasst uns einfach verschwinden. Abby ist aber auch eiskalt da dran, ne? Willst du, dass ich euch beiden allein lasse? Juckt sie halt irgendwie überhaupt gar nicht. Schon heftig, ne? Eigentlich müsste Abby voll dankbar sein, weil letztendlich die haben sie runtergeschnitten, sonst wäre sie jetzt, naja, etwas hängend unterwegs. Ich bring euch durch, ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Du bist dran. Vorsicht mit dem Arm. Boah! Nein, wir gehen. Wusa, Steven. Oh Mann, ey. Oh fuck. Oh, Digga, wie soll man das denn schaffen? What the fuck? Jo, danke schön. Woo! Yeah.
So, Zeit und Geduld. Zack, bloß, ja. Vertraut auch schon Scars. Scars. Ja, Digga, was soll ich dazu sagen, ey? Digga, warum ist denn der so schnell? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll, meine Freunde. Keine Chance. Also ich weiß nicht, wie ich die bekämpfen soll. Ich meine, ich kann jetzt da keine Ahnung, wie viele Kugeln in die reindrücken, aber ich weiß nicht, ob da wieder neue kommen. Wisst ihr, warte, ich spare jetzt Munition natürlich. Ich mache jetzt ganz easy und trocken. Die altbewährte Methode. Ja, ich werde es wieder nicht überleben. Ja, natürlich! WTF, wie? Ja. Lächerlich, auf Brusthöhe eine komplette Schrotladung und das Vieh stimmt nicht. Also das sind wieder so Momente, meine lieben Freunde, die müssen nicht sein. Solche Momente hasse ich in Spielen, abgrundtief. Weil die einfach absolut sinnfrei sind, einfach nur Munitionsverschwendung. So, komm her, du dumme Fotze. So, talk, Junge.
Oh Gott, meine Fresse! Also meine Freunde, das war gerade so einer der Momente. Leck mir mal Arsch, Junge. Und aus. So, aber für euch geht's beim nächsten Mal weiter, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen mit einer positiven Bewertung, einem positiven Kommentar oder auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und euer Little Rabbit sagt vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.